Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen zurück bei Phantasia World Resort, dem Tempel, versunkenen Tempel des Todes. Ja, ich habe ihn extra so genannt. Nicht Tempel des Todes, sondern versunkener Tempel des Todes. Und diesmal sind wir ein bisschen so, ja, hat mir eine bessere Hälfte mir ein bisschen so geholfen, ja, zu gucken, wo ist das denn, ja. Und hier nochmal das Tor ein bisschen, ja, so dass die nicht in die Schiene reinknallt. Realismus. Ja, und ihr seht es schon wieder, das hat das schöne Verschiebetool, ne? Das hat da ja schön neben irgendwie gemacht, aber nicht das so, wie ich es haben wollte, ja. Wie sollte es auch anders? Ja, ist ja schließlich der Verschiebetool von Planet Coaster, ja. Ja, wir kennen es ja alle, also brauche euch ja gar nichts mehr zu sagen. Es ist ja hier nur ein kleiner Miniraum und da fährt die Achterbahn los und das war's auch schon. Ne? Jo. So, jetzt passt das auch mit der Tür da vorne. Jetzt habe ich geguckt, ja. Immer mal zwischendurch Probe fahren und zu gucken, wo es zappelt und ruckelt und knallt und scheppert und sonst was. Ja. Hier gibt es dann wieder so Stellen, na, da muss man auch wieder nachbessern. Wir sind extra in der zweiten Reihe gefahren, um zu gucken, wo knallt es denn bitte sehr? Wo ist der denn wieder am Scheppern? Ja. Wo sind sie wieder in den Kopf am Nicken oder was? So. Ja, ein ganz schönes Gewulst ist das hier, ne? So. Da ein bisschen Abstand dafür sorgen, dass die Leute auch nicht den Kopf anstoßen. Ja, das ist ja ganz wichtig. Man soll sich ja nicht den Schädel hier einschlagen. Nach der Bahn. Ja. Und temporär, ihr seht es oben rechts. Ja. Perfekt ist das noch lange nicht. Aber wir werden gucken, dass wir das so weit wie möglich jetzt mal hinbekommen. So. Mit den nach außen geneigten Kurven hat mir der Nutzername das letzte Video geschrieben. Ich habe jetzt soweit erstmal an der Achterbahn ein bisschen weitergearbeitet und geguckt, wo können wir denn dafür sorgen, dass das nicht mehr so knallt und scheppert und alles. So, jetzt ist das schon mal wieder ein bisschen sanfter. Ja. So. Ja, immer wieder mal irgendwo gucken. Und das hier, ja. Ja, da habe ich erstmal geguckt, ob man das so glätten kann. Bevor ich mich dann entschieden habe, ja, das zu machen, was Benutzername schon beim ersten Mal sich im Stream gemeldet hatte, dass das Ding doch einfach, ja, quasi sich da schön, ja, ein bisschen mit der Höhe ein bisschen gespielt, ein bisschen weniger Höhe, vielleicht funktioniert das ja. Ja, hier und da ist das alles sehr unpraktisch, weil wenn ich hier die Höhe zu niedrig stelle, dann haben wir Folgendes, dann stehen wir da. Ja, ich hätte auch mit der Reibung arbeiten können, ja, dass das weniger Reibung hat, also 0,8er Reibung, so wie Kevin das unter dem letzten Video geschrieben hat. Das ist alles natürlich machbar und ja, hier ging es jetzt erstmal darum, dafür zu gucken, hier eine schöne Kurve hinzukriegen, so dass da der Zug quasi mal so ein bisschen, ja, mal unter der Schiene hängt. Auch wenn es nicht lang wie die Strecke ist. So. Und wir auch gucken können. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen mehr Tempo rein und alles. Ja. Bisschen mit der Form einfach arbeiten. Hier kommt jetzt ein Fluss hin. Ja, das ist jetzt auch dauerhaft, diese Regelung. Soll jetzt auf jeden Fall so ein Fluss hin. Ja. Mal schauen, ob es dadurch besser wird. Ja. War jetzt schon etwas zufriedener. Aber, ja. Das hat auch noch nicht so der Wahrheit letzter Schluss gegeben.
Und manchmal ist ja auch dieses automatische Verbindungstool, ja, doof. Genauso wie das Glättungstool auch manchmal doof ist. Ja. So. So, hier kommt der Fluss, wird dann hier bis da vorne hingemacht. Die Wagen fahren quasi einmal so richtig ans Wasser. So, ein bisschen hier glätten, ein bisschen da. Mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Wir sind ja immer mal gespannt, ne? Bin mal auch gespannt, was er am Ende der Folge zu der Achterbahn sagt. Wir werden sie auch in der nächsten oder übernächsten Folge, eine Aufnahme machen, wo wir die Achterbahn mal in aller Ruhe nochmal fahren werden. Bin ich noch nicht dazu gekommen. Und hier habe ich mich dazu entschieden, ja, mach doch einfach mal ein paar Platten niedriger. Mach doch mal eine Stufe niedriger. Ja, vielleicht funktioniert das ja. So. Dass wir da quasi so ein kleines bisschen nochmal Minischwung holen oder so. Und hier, ist irgendwas rausgebrochen. Nur für die Achterbahn haben wir da was rausgemeißelt aus der Stelle raus. Ja. So, und sie kommt mit eigenem Schwung fast bis in die Station, aber nicht komplett, ne? Ja, da haben wir dann Reibräder. Und das mit dem Wasserfall muss ich auch noch richtig timen. Ja, hat auch nicht richtig so funktioniert, wie ich es haben wollte. Ich will ja eigentlich, dass das Ding quasi an ist. Und wenn der durchgefahren ist, wieder also vor reinfährt, aus. Und wenn er drin ist, wieder an. Das will ich ja eigentlich. So. Ja. Ja, natürlich ist das jetzt mit so viel Geschwindigkeit, fast 800%, ist das hier natürlich eine paar Sekunden Fahrt. Jetzt ging es mir ein bisschen um den Spaßfaktor. Ja, da hatte ich auch überlegt, ja, machst du es so, vielleicht knallen wir im ersten Raum bisschen tiefer fangen wir an. Gehen wir noch ein bisschen mehr Speed. So, und machen das hier. Dann machen wir hier ein bisschen auf. Ja, und bauen hier quasi an. Das war dann so die Idee. Ja, das wird auch noch mal ein bisschen extremer werden, Leute. Das glaubt mir jetzt schon mal. Ja, das habe ich schon ein bisschen noch extremer gestaltet. Ja, das Loch. Ja, vor allen Dingen, ich habe immer geguckt mit diesem Glättung, ja, dass dann die Landschaft ein bisschen schöner aussieht. So. Ja, der Raum ist halt etwas tiefer gelegen als der andere Raum. So. Und hier haben wir auch jetzt den Ausgang, habe ich dann mal fertig gemacht. Na, dass wir da so quasi wirklich einen Ausgang haben. Einen klar definierten Ausgang. Durch die Achterbahn rauskommt. Aus der Pyramide. Ja. Ich hoffe mal, ihr seid damit soweit einverstanden. Da ist auch ein bisschen Sand reingerieselt. Ja, hier auch schön zugemacht. Ja, damit das auch dementsprechend gleichmäßig alles aussieht. Und jetzt den Berg hier drumrum. Ja. Man fährt einen Berg rauf. Der dann einen quasi ins Tal führt. Ja. Zurück zu den grünen Wiesen. Ja, hier wurde ich dann auch gebremst. Da muss man mal ein bisschen anders machen und sonst was. Ja, ein bisschen wurzeln und so. Ja. Da wurde mir schon immer mal wieder gesagt, was ich noch mal verbessern kann. Ja. Da, also, vielen Dank an meine bessere Hälfte dafür, ja, dass sie mich auch bei manchen Sachen auch wirklich stoppt und sagt, nee, das sieht scheiße aus, das musst du anders machen. Ja, hab ich dann auch. So, Steine. Ich habe hier Steine gemacht.
Ihr seht's, Steine bis zum Abwinken. So, dass man wirklich möglichst wenig irgendwie irgendwo anders hingucken kann. Hier habe ich das auch zugemacht, damit man dann quasi auf so einen Steinberg guckt. Den Steinbergschnecken. Weil die Witze werden heute echt nicht besser, oder? Ja, dann habe ich gedacht, Wasser? Ja, wie sieht das denn mit Wasser aus? Da wurde mir dann gesagt, das sieht scheiße aus. Dann ist es wieder weggekommen, ne? Ja, habe ich erstmal geguckt. Ja, so gemacht. Und dann, kam der Kommentar, sieht Mist aus. Mal wieder weg. Gut. Wieder weg. So, da oben. Ja, mal geguckt, ob da irgendwo eine Düse oder so. Ja. So am Rand irgendwie mit Wasser. Ja. Und mal rausgezoomt und mal geguckt, wie sieht es denn von so aus? Macht das denn Sinn? Sieht das denn besser aus? Oder wie sieht das jetzt aus? Da haben wir jetzt grün drunter gemacht. Ja, bisschen grün. Begrünt das Ganze. Ja, mit Bambus. Dr. Bambus rasten aus. Kennt sich ja mit Bambus aus. So. Ach ja. Und hier die Wurzel, die wächst so ein bisschen in die Grube hinein. Ja, also ganz schön schon hier, ganz schön versunken der Tempel in unserem Tropengebiet. Ja. So ein paar Sandsteine zur Auflockerung. Ja. Ist doch auch mal was. Ist doch auch mal ganz was Neues, ne? Und dann, ja, so Sandbank drum. So, das haben wir auch gemacht. Und jetzt kommt das große Pflanzen. Ja, wir haben schon mal wenigstens den Fluss haben wir schon mal so weit bepflanzt. Das habe ich auf jeden Fall schon mal diese Folge erledigt. Das ist quasi dieser Themenbereichsabschnitt der Fahrt in Sachen Theming soweit gut fertig ist, würde ich sagen. So, ich habe auch hier den Mauerrand vom dem Parkrand. Habe ich mal mit Bambus zugeknallt. Ja. So. Aus einem ganz einfachen Grund, das ist jetzt auch nicht gedreht, nichts oder sonst irgendwas. Davor wird dafür gesorgt, dass es dann, dass da ein bisschen mehr der 3D-Effekt rauskommt. Ja. Also indem davor auch genug Pflanzen und sonst was Sachen sind. Ja. Die dem Ganzen dann eine schöne Struktur geben. Bin mal gespannt, was er am Ende sagt, auf jeden Fall. Wirklich. Bin ich sehr gespannt drauf. Massimo mir jetzt diesmal und als Kommentar drunter schreibt, ob er sagt, ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Oder ob er sagt, ich würde das anders machen. Oder du kannst das so machen, sieht aber scheiße aus. Kann auch drunter stehen, ne? Kann ja auch mal passieren, ne? Kenn euch ja. Vor allen Dingen kenne ich so alle Rasten aus, kenne ich. Und Benutzername. Ja, Benutzername wird sich immer noch beschweren, dass der Ding hier Tempel oder dem Tempel des Todes heißt. So. Und ich habe jeden Stein ein bisschen gedreht. Ja, jeder Stein ist ein bisschen gedreht. Und zwar selbe Stein immer wieder verwendet, aber es wird schon gedreht und ein bisschen angepasst. Ja. So, damit das auch irgendwie alles, wenn möglich, guten Sinn ergibt. So. Ja, schön alles ein bisschen begrünen hier, ja, ein bisschen auflockern. Vielleicht kommt da noch so ein kleines, so ein kleiner Altar oder sowas, keine Ahnung. Kommt da noch hin, ja, überall ein bisschen Begrünung, schön ein paar Pflanzen oben drauf, ja. Damit die Berge auch etwas schön aussehen. Ja, soll ja auch. Das soll ja richtig gut aussehen. Da wollen wir ja gucken, ne? Dass das auch richtig gut aussieht. Ja, seht. Bäumchen gepflanzt, ein paar Palmen gepflanzt. Muss ja Spaß machen. Ach nee, wenn ich den Scheiß mir selber anhöre. Ach nee. Oh, ein bisschen hier, ein bisschen da, können wir machen.
Muss man aber nicht. Ich weiß, Leute. Ja, es geht ja nur darum. Bisschen Theming, ja, ein bisschen Verschönerung des Ganzen. Also, dass das schon ein bisschen voller aussieht. Ja, ein bisschen eine schöne Landschaft aussieht. So, hier haben wir dann die Fächerblume als Bodensatz verwendet. Ja. So, und dann ging es wieder weiter. Ja. Innen drin waren auch noch ein paar Sachen zu erledigen. War auch noch ein bisschen Kollisionen dabei. Ja, die mussten auch korrigiert werden. So. Also mit dem Tempo ein bisschen gucken. Ja. So, überall ein bisschen glätten, glätten, glätten. Ja, Achterbahnen müssen geglättet sein. So. Ja. Und das absolute Speed-Duell. So, jetzt wird das auch ein bisschen höher. Ja. Habe ich geguckt. Passt das so oder passt das nicht so oder muss das anders? Ja. Ja. Und dann haben wir da auch. Muss ja nicht sofort der Lift starten, weil wir wissen ja, dass der noch relativ ein bisschen was Geschwindigkeit hat, wenn er da an dem Lift ankommt. Ja. So. Also hier macht er ein paar Schleifen drin und drinnen und draußen. Also ich habe schon geguckt, dass wir mit dem Speed schon etwas mehr machen. Ja. Und also muss man natürlich immer noch gucken, was wir mit der Halle machen und was wir da für schönes Theming reinmachen. So. Und ja. Guckt, ob wir da noch ein bisschen hier ja, ein bisschen Spaß rauskriegen. Ja. Aus der ganzen Kiste. Weil mit 4, mit einem 3, noch was wert, bin ich jetzt nicht unbedingt zufrieden. Ist schon irgendwie so 4 bis 5 möchte ich schon haben. Und dass die G-Kräfte auch dementsprechend passen. Ja, dass das schon so weit wie möglich angenehm zu fahren ist. Ja. Wo natürlich nicht voller Speed herrscht, kann ich vielleicht dann noch ein bisschen nach außen neigen oder so. Also sofern es was bringt, ja, werde ich das noch machen. Jo, so ist das. Ach ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Macht mir riesen Spaß, jetzt mal wieder eine Achterbahn zu bauen. Und wegen dem Dark Ride müssen wir mal schauen. Vielleicht wird er ein bisschen anders als gedacht. Auf jeden Fall wird es ja mit dem Roboterarm werden. Das ist mir ja jetzt, wie ich ja schon gesagt habe, will ich unbedingt. Ich will diesen Roboterarm aus und so. Will den das erste Mal benutzen und damit einen Dark Ride bauen. Ja. So. Hier machen wir ein bisschen noch tiefer. Ja. Um zu gucken. Ja, können wir vielleicht da noch ein bisschen mehr Tempo oder so rausholen. Ja. So ist das. Man muss ja alles irgendwie gucken, dass wir ein bisschen mehr Spaß kriegen. So. Und ihr seht schon, das ist eigentlich schon relativ niedrig hier. Und der Raum, da könnte man dann im oberen Bereich vielleicht was anderes noch reinmachen. So. Der erste Lift hier wird ein bisschen höher. Ja. So. Die Achterbahn fährt über die Gäste hinweg. Ja. Aber wir werden das Ding auf jeden Fall noch hier und da noch einmal, vielleicht noch hier und da noch ein, zwei Mal fahren. Bestimmt. Ja, kommt demnächst auf jeden Fall ein Video dazu. So, wir nähern uns langsam dem Ende des Videos, dieses Bauabschnitts. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr mir noch unten in die Kommentare schreibt, ob ihr da noch Ideen habt, was noch vielleicht verbessert werden kann. Ich habe den Lift hier noch ein bisschen höher gemacht, in der Hoffnung natürlich ein bisschen mehr Speed zu haben. Habe ich auch bekommen, aber dazu mehr in der nächsten Folge. Und damit, ciao!